Oh, ist das nicht herrlich, die Grafik? Ich mag das einfach. So, da passt alles soweit, jawohl. Dann werden wir uns nun mal in die Richtung begeben. Und auf dem Weg noch fleißig Blümchen sammeln. Und hoffen, dass wir auch genug finden. Das geht ganz schön schnell. Ah, Mimimi, Hennet. Die ist ja mal gut versteckt hier. Hallo? Okay. Die kriegen wir wohl nicht. Haben wir hier noch Blümchen? Aber das sind andere Blümchen. Loppala. Echt jetzt? Anfang. Ich schmack den Bogen. Prozent Handhabung. Ja, ganz ehrlich, Schaden wäre mir aktuell lieber gewesen, aber gut. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Ja, ich glaube auch. So, was braucht man bei dem? Draht, Scherben und Holz. Also wir brauchen Draht. Nice one! Was ist denn da? Ich werde das später ausschütteln. Ha, wir kriegen Draht von dem. Das finde ich ja schon mal nice. Nicht weglaufen, komm doch zu mir. Bleib dort. Bist ein blödes Mistviech. Haben wir schon. Aber wir haben Draht. So. Hab ich dich doch erwischt, hehe. Ruhe. Du da? So, da sind die anderen drei Ruhe. Bist denn du?
Ich schürf mir alles auf. Da geht ja runter. Ach, sag mal, wer baut denn so eine Scheiße hier? Ich glaube, da drüben kommen wir rein. Da gibt es Nebenquests. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Nehmen wir mit. Das war der Verkehrte. Schweinsknochen! Genau das brauchen wir doch. Haben wir wieder heute Höhe. Mutterkrone. Das muss Mutterkrone sein. Solai müsste hier irgendwo sein. Oh, okay. Die Zwillinge meiner Schwester bekommen Zähne. Rede mit Solai. Ich habe daraus gelernt. Urmutter, gib mir Kraft. So, hier haben wir ihn. Es ist ein schwerer Schlag für den Stamm. Ich war selbst schuld. Ich hatte dort nicht sein dürfen. Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft. Sie ist... Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Schlimmer als der Tod? Was ist denn schlimmer als der Tod? Ich bin nicht wie du. Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte, meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen, aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Was hatte deine Jagdgesellschaft vor? Nach der Erprobung waren wir so wütend. Wir wollten zurückschlagen. Und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen. Wir fanden sie in der Dämmerung und kämpften voller brennendem Hass. Aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen. Sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein. Ich lief hinterher, aber meine Jäger sind... Deine Jäger sind... Fort. Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Und wir wissen immer noch nicht, wer die Mörderin ist. Nicht gemerkt, so. Das Feuer, da gehen wir dann gleich hin, hallo? Da ist er! Kriegerin, Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Wir brauchen Eber heute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber, hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Muttersmutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm diese Häute. Mal sehen, was ich finde. Wir müssen wohl lieber jagen. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst.
Na denn, aber Wildschweinchen brauchen wir ja eh noch. Loot haben wir auch noch. Oh, du bist's. Die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Echt? Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreff-Jagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Du warst in einem Jagdgebiet in Taltreff. Ist das noch im Heiligen Land? Kommt drauf an, wen du fragst. Es gehörte uns mal, aber seit den roten Raubzügen ist die Grenze etwas umstritten. Die meisten Nora vermeiden es, aber die Stammmütter verstoßen niemanden, der dorthin geht. Zum Jagdgebiet. Der Aufseher ist ein Kaja. Er kann keinem die Prüfung verwehren, aber tritt nicht zu stark auf. Er hat so viel Angst vor den Nora, er würde sich zu Tode erschrecken. Sonnen? Wie kamst du an diese Sonnen? Ich habe Maschinen mit drei verschiedenen Pfeilarten erlegt. Eis, Schock und Feuer. Falls du eine Prüfung ablegen möchtest, bring deine Ausrüstung mit. Aber ein Sucher ist bestimmt immer gerüstet, oder? Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Na, dann machen wir bei Zeiten auch das. So, und wo ist hier jetzt? Ist das vielleicht? Nee. Wir suchen Glauben Weiblein. Das mutterlose Mädchen? Sie ist zurück? Hier ist sie. Sie ist eine Sucherin. Komm her, Mädchen. Lass dich mal ansehen. Oh, Moment. Unsere Familien und Freunde sind tot. Neugierde. Welche Hoffnung bleibt uns jetzt noch? Ah, guck mal einen an. Was ist passiert, Jägerin? Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Das war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Wollte ich? Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher. So fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete. Bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Städte? Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, du stammst aus dem Becken. Da gibt es so etwas nämlich nicht. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist. Es heißt, dort werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Du hast eine Lektion erwähnt. Was lehrte dich die Wunde? Als ich vor der Brutstätte stand, entkam meine Beute und ich war starr vor lauter Staunen. Einen kurzen Moment war ich wieder ein Kind, das wie gebannt am Lagerfeuer spannenden Geschichten lauscht. Ich spürte ein mächtiges Verlangen, hineinzugehen. Und dann griff der Wächter an. Sie bewachen Brutstätten. Es war ein harter Kampf und ich zog mir diese Wunde zu. Diese Orte sind aus gutem Grund verboten. Und das nicht nur, weil sie gefährlich sind. Wir sollen nicht sehen, was darin ist. Ich werde nie mehr schwanken. Diese Narbe sorgt dafür. Aber du hast kurz etwas verspürt. Eine Art Entdeckerlust. Kann das wirklich so schlecht sein? Muss es wohl, oder? Sonst hätte man mich nicht bestraft. Ja, man kann sich alles irgendwie zurechtbiegen, wenn man möchte. Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Dann beschreib den Ort, den ich meiden soll. Ein kluges Köpfchen, nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Schön, wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdornen, in der Wand eines Berges. Aber denk dran, ich habe dich gewarnt.
Brutstätte Sigma. So. Rede mit Marais. Es sind doch Mutterkronen, ne? Sich zu Urmutters Wappen aufgehört. Weißt du doch. Nächstes Mal folge ich dir. Die mit dem Sucherzeichen. Die Wachen sahen dich kommen. Bist du Maria? Val sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Kaja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung, aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Kaja-Fort, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Kaja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich. Aber dir wird niemand helfen können. Wer redet von Hilfe? Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Natürlich. Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Um deinetwillen. Wirklich. Wie schlimm ist die Verderbnis schon? Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein. Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen. Ein schwacher Trost. Diesen Fluch kann nur die Göttin aufheben. Oder wir? Es sei denn, wir finden heraus, was dahinter steckt. Die Mütter haben gesprochen, Aloy. Wir können nur kämpfen. Und zur Göttin beten. Mutterkrone liegt am Rand der Heiligen Lande, stimmt's? Dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier. Ja, nicht hier in unserem Dorf, natürlich, aber unten im Tal. Seit dem Kriegsende dürfen die Fremden unser Tal betreten und Nora handeln mit ihnen, wenn sie wollen. Es ist so eine Art Zwischenort, weder fremd noch heiliges Land. Wenn du neugierig bist, geh zur Jägersiedlung. Es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte, aber Fremde übernachten dort oft. Klingt, als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren. Du kümmerst dich also hier um die Verteidigung. Mutterkrone verteidigt sich selbst. Im Krieg hielt es 15 Angriffen und 3 Invasionen stand. Wir halten durch. Glorreichen Zeiten gerecht werden zu wollen, hat schon viele getötet. Du weißt es nicht, doch auch ich gewann eine Erprobung. Wie du lag ich sehr weit zurück, suchte eine Abkürzung. Es wurde sehr knapp. Ich kam mit gebrochenem Knöchel ans Ziel. Dies ist keine Erprobung, Maria. Es ist echt. Darum geht's nicht. Der Posten hier in Mutterkrone? Ich wollte ihn unbedingt. Mein Siegespreis. Dem Ruhm der Nora gerecht zu werden, hat mich nicht umgebracht. Doch wenn es so kommt, bin ich bereit. Okay. Sage ich jetzt mal nichts zu? Das Kaja-Fort liegt also im Westen? Und dahinter Meridian? Ja, die Kaja nennen es Tagturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Ein verlorenes Dorf? Es gab einen Namen, doch der ist vergessen. Ich bin da geboren. Was ist passiert? Der Krieg. Die Kaja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt. Ich entkam. Doch viele andere nicht. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Mutterkrone. Wir überließen ihnen unser Tal. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligem Land. Ich muss jetzt los. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Die Grenze ist geschlossen. Aber das wird die Verderbnis... Ich war selbst schuld. Ich hatte dort nicht sein dürfen. Die Verderbnis durchdringt alles. Angeblich soll die Kaja-Festung ihre Grenze nicht gemacht haben. Verdorbene Zonen. Das Tal ist abgeriegelt. Wow, haben wir hier auf einmal viel. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge vergessen. Weiter fällt mir ein. Wir haben jetzt aber nicht das alte Gefäß. War das hier herin? Ich hole mir noch Frostbeulen. Na, egal. So, hier haben wir eine verdorbene Zone.
Oh. Hier haben wir ein Panorama. Immer doch erstmal dahin. Das Schnellreisesystem ermöglicht dir, schnell zu Siedlungen und Lagerfeuern zurückzukehren, die du bereits entdeckt hast. Die Grenze zu den Kajas abgeriegelt. Du kannst mit deine Karte öffnen und eine Siedlung oder ein Lagerfeuer als Reiseziel anwählen. Erfordert schon ein Schnellreisepaket pro Reise. Um diese Maschinen verbrücken zu können, müssen wir aus. Tut mich ja leid für euch, aber ich brauche eure Träte. Wow! Hey, das war's Auge. Da tascht er nur davon. Wo ist der andere? Na? Sammeln wir erstmal hier ein. Zwei Draht. Wie glitzert denn hier so? Noch einer, der rumstressen will. Was ist das da? So, gehen wir mal da oben gucken. Hä? Ach so, ich muss hier ja immer. Das ist, glaube ich, Radius, oder? Ja. Noch? Ja, ich bin noch. Ups. Such den Aussichtspunkt. Wer denn? Bhutan. Das da hinten. Bruder, na? Alalalala, was habe ich denn da hinten gesehen? Nix, Wisch. Ah, hier sind wir. Muss hier sein.
Was haben bin ich hier jetzt blind? Ein Bayer. Du bist der Wildsau. Da haben wir ihn doch. Ich hab dir gefunden. Metallscherben, Schnellreisepaket, Rohstoffvorratkiste, Rohstoffvorratkiste, Rohstoffvorratkiste. Oh. Ah, halt. Auf Panorama. Nice. Erstes Panorama gefunden. Ein bisschen Zeug und Informationen sammeln. Und wo ist er denn? Da ist er. So, was haben wir denn dann noch? Da haben wir ein Gefäß. Hier haben wir noch ein Panorama. Ja, da müssen wir uns ja wieder ewig weit. Was ist das da? Nur Jagdgebiete. So, Level 12. Händler. Das ist Stufe 15. Würde ich sagen, hier runter arbeiten wir uns dann, wenn wir... Das können wir nur mitnehmen. Weiter runter arbeiten wir uns dann, wenn wir da unten die verdorbene Zone machen. Gib Gummi! Das ist da drin, oder wie? Ziemlich in der Mitte.
Na, ist es das da vorne? Ja, da haben wir es. Altes Gefäß Weihfahrers. Altes Gefäß Weihfahrers. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer war, trägt die Aufschrift Harz Weihfahrers. Sets von alten Gefäßen können in Meridian gegen wertvolle Belohnungen eingetauscht werden. So. Habe ich die jetzt wieder da drin? Die Uhr habe ich. Ne, die habe ich hier aber nicht. Die haben eine Gusswurzel. Okay, die habe ich da nicht drin. Also da kann ich die nicht aus Versehen verkaufen. Schatzkisten. Zünder. Nehmen wir mal alles mit. Metallscherben, 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 Zünderdraht. Metallscherben. Reichhaltiges Fleisch, Draht, Reinholz. Schockfalle, Schnellreisepaket, Kühlsaft. Zünderknochiges Fleisch. Metallgefäß, Reinholz. Und jawohl. Haben wir die auch mal wieder? Spezialobjekte. Ach, da haben wir die drin, okay. Karte Metallblumen, Karte Banuk, Karte alte Gefäße, Karte Pandoramen, altes Gefäß Wayfarers, da haben wir's. Ganz schön hart, aber das kenne ich ja. Und da rattert's wieder durch. Otte Hü, komm her. Das sollen wir machen. Das ist auch Level 15. Verdorbene Zone Stufe 20. Hier haben wir einen Blümchen. Unentdeckt. Panoramapunkt grün. Grün haben wir ja. Ein Panorama. Nebenquests. Die Rache einer Tochter. Ich habe doch gerade einen Haufen Nebenquests gekriegt. Ah. Jagdgebiete. Brutstätte Sigma Level 8. Okay. Machen wir erst mal das da. Das ist ja gar nicht mal so weit weg. Irgendwie
irgendwie eine böse Maschine war da, ne? Wieso schwebt denn der Grafer hier? Solange ich das Zeug kriege, ist mir das wurscht, wo das Ding schwebt. Lop, lop. Coole Feuer. Ja gut, wir müssen jetzt nicht übertreiben im Schlag. Vorsichtshalber speichern. So, was ist da jetzt was? Hier müssen wir die Eberhäute und da ist der Ring. Okay. Okay, hier kommen wir mit. Jetzt mal sagen. Wenn ich mehr über diese Maschine erfahre, kann ich sie vielleicht überbrücken. Hallo? Schnudu! Da unten hau da. Hast du nur davon? Ups. Okay. Erstmal brauchen wir dann Nachschub. Rückenmesser. Hm.
Du hast mich gar nicht gesehen. Wow. Da war nicht der Plan. Das mit dem Stealth Seed, das funktioniert irgendwie noch nicht so ganz. Das war aber knapp. Aber er macht keine Probleme mehr. So, wo sind das Schweinchen? Da! Haben wir denn da? Also. Den haben wir. Leider nicht da drin, was wir wollten. Jawohl, da haben wir Wildschwein. Ne, Knochen brauchen wir. Mischt aber auch. Und, Blümele. So. Du da hinten, Wildsau? Ja, du bist Wildsau. Wo liegt hier dort das Maschinen? So, brauche aber noch. Wenn der gedroppt hat. Hat der. Brauche aber noch eins. Kann ich? Ich kann die doch auch markieren. Das wollte ich. Was liegt denn hier rum? Moment. Auch unsere. Tierschädel-Talisman. Kein Platz mehr. Was?
Ich bin voll. Mal jetzt noch oder mal die Markierung weg hier, die irritiert voll. So, hopp, hopp, hopp. Was? Go, go. Wollen wir nur mal gucken, wo dich der Ring versteckt hat. Aha. Diese Maschine kann ich nicht überbrücken. Erst muss ich mehr über sie erfahren. Moment, manchmal steht halt nicht. Aber. Jetzt habe ich aber Schnauze gekriegt. Nur aber hier. Ein Augenblick, bitte. Oh, Frau ist wichtig. Einen Moment. Keine Ahnung, wo der ist. Mal ganz kurz. Und wer will da was? Ach du! So, brauche ich wegen euch wieder Blümsche. Beutel. Unser Hot der Hü kaputt geht. Unser armes Hot des Hü hat es nicht überlebt. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Was? Meine Position ist aufgeflogen. Oh, la 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 la. So. Der Handy. Ich finde die CD gerade nicht, ich habe ihn gecheckt. Thank you.
komm schon. Es war jetzt aber so nicht ausgemacht. Aber wo bist du denn? Haschte jetzt davon. Ich hätte dich ja weiterleben lassen, aber wenn du nicht willst. So, gucken wir mal. Nicht markiert. Woran starb es wohl? Schaum um das Maul. War es ein Futter? Etwas steckt ihm im Hals. Mal sehen. Ja, das ist Times Ring. Amber. So, haben wir hier, das sind die falschen Blümchen. Das sind die richtigen Blümchen. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Muss ich echt da hoch? Ja, so weit ist er ja nicht kommen, ne? Hoch. Glaub, da geht's nur runter. Ich da irgendwie hoch. Komm ich. Was haben wir denn hier? Andere. Echt jetzt, Aloy? Hallo, hoch da. Darüber müssen wir. Feuer. Amber. Ach, zu ihm muss ich. Hoffentlich war die Jagd gut. Ich habe die Eber heute und dein Glücksring, Time. Urmutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich trage ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. Besser wäre das. Großzügige Belohnungskiste haben wir gekriegt.
So, dann. Was haben wir denn noch? Zuflucht, was müssen wir denn da machen? Die Kriegerkameraden, na dann machen wir das, ne? Müssen wir denn dahin? Ist so weit hinter wieder. Aber jetzt was soll's. Alter, habe ich da gerade noch eine Quest gesehen? Laufe mal in die Richtung. Er ist bei Großmutter sicher, was immer mir auch geschieht. Er wird in. Und vielleicht findet man ja auf dem Weg ein Hotte Hü. Endlich habe ich mal Zeit nachzudenken. Es tut weh, aber ich habe daraus gelernt. So, 400. War doch schon heute. Du bist meins. Komm, gehen. Reicht dann aus. Da müssen wir rum. Komm, komm, komm. Immer schön durchziehen hier, ne? Das brauche ich später noch. So. Hier gerade irgendwo hohe Dame. Erstmal verstecken. Schritte in die Richtung. Ach, Areal, okay. Hier gab es einen Kampf. Aber wer hat gewonnen? Kriegerpfeile in diesen Maschinen. Das gab sicher eine Massenflucht. Die Maschinenspuren führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschenspuren. Hm? Ach da. Es wird endlich wieder hell. Wir sehen wieder was. Da.
alte Trümmer. Die nehmen wir doch zuerst mit. Kein Platz. Echt jetzt? Alles dabei. Wir haben sehr viele Lohe. Halten, entfernen. Holz können wir ja jederzeit wieder sammeln. Lohe schmeiße ich ungern weg. Wir können mal Herstellung. Tränke. Eis, Schock und Feuer. Wirkungstrank. Habe ich für alle drei Platz. Geht doch. Nimmt meine Spuren nur hin. Okay. Sie bewahrt meine Geheimnisse, aber die kann ich dir nicht verraten, sonst. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Wow. Aber doch nicht alle beide. Ich hoffe, die sind wasserscheu. Okay, das war Plan A. Der funktioniert nicht. Und hi-ho, Kitsago. Entschuldigung für die späte Begrüßung, aber ich war gerade ein bisschen in Trouble. Und im Übrigen, Kitsago, danke für deinen Auto-Host. Sag mal, wo ist denn der? Schön leise jetzt.
Kitago, du hast dein Boot verpasst. So ein Pech, aber ich war heute mit Tag 2 Stickerbrunnenbau beschäftigt. Oh. Hey, wir schleichen uns mal hier rum. Ich bin nicht da. Ganz ruhig. Genau, ganz ruhig. Ich bin nicht da, geh wieder rein und mach die Runde. Mach die Runde, habe ich gesagt, geh weg. Nicht, ob ihr es könnt. Dort nehmen wir mit. Ihr Vögel, wo seid ihr überhaupt? Da bin ich denn nun. Oh, was habe ich denn da gerade erblickt? Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Erster Verfassungszusatz und das Virtuelle. Text, Datenpunkte, Welt. Pressemeldung, Datenbeschädigung partiell. Leitartikel. Gilt der erste Verfassungszusatz für virtuelle Räume? 29. April 2063. Letzte Wochen wurden in einem der größten abgestimmten Polizeieinsätze der Geschichte der USA die Wohnungen von mehr als 700 Privatpersonen durchsucht. Mehr als 500 Verhaftungen wegen aufrührerischen kriminellen Verhaltens durch die Nutzung privater Informationsprozesse waren die Folge. Wer in den letzten 9 Jahren aufgepasst hat, weiß, was hinter diesem juristischen Wortsalat steckt. Die verhafteten Personen wurden beschuldigt, an einer virtuellen Kundgebung gegen die Unternehmenshoheit teilgenommen zu haben, dieses Mal im HoloNet-Hauptquartier von Sterling Market. Mit anzusehen, wie 500 Personen, viele von ihnen blutend und ängstlich, von Polizei-SWAT-Bots aus ihren Häusern geholt wurden, ist verständlicherweise und zu Recht
für viele Menschen ein schreckliches Erlebnis. Aber es ist nichts Neues. Schon 2054, als es wegen der Besetzung von Metalluric Internationals holographischen Kundendienst zur ersten Verhaftungswelle von virtuellen Protestlern kam, debattierten Experten und Gerichte darüber, ob das Internet als öffentlicher Raum anzusehen ist, in dem friedliche Versammlungen rechtlich zulässig sind. Die Gesetzgebung hat mit den Fortschritten des Holonetzes ganz einfach nicht Schritt gehalten und das ist kein Versehen. Es dient den Interessen von Sterling Malkeith, Metallurgic und ihresgleichen, die Hololandschaft nach ihrem Gutdünken zu nutzen, nicht als öffentlichen Raum, sondern mit den Worten des von Metallurgic unterstützten Senators Gerald O'Neill als eine Anordnung von Informationsprozessen, die in Privatbesitz sind. Derselbe O'Neill, Daten beschädigt. So, wo sind die Vögel jetzt hier? Erkunde die Ruine, ja, habe ich doch schon. Nur Langhals höre ich. Ey, die müssen... Ah, da drüben. Da ist aber nix. Ey, wo hocken denn die zwei säckeldämlichen Idioten? Da oben! Pearl und Moons. Mal abwarten, ob sich wieder ein Sturm zusammenbraut. Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Ja, ja. Kehre zu denen zurück. Wieder 400 Meter in die Richtung, haben wir denn hier nur irgendwas? Die Rache einer Tochter 15, Zuflucht 10. Ja, das war's dann. Mehr haben wir eh nicht. Gut, dann bringen wir das nochmal weg hier. Ich schaue ja noch die Höhe. Ja, bleibt da. Und Kitzago. Wie lange dauert dann ein Siegergrubenbau noch? Oder bist du schon fertig? So, oh, lalalala. Wo ist das? Das war blau. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Oh nee, jetzt kann ich das nicht mitnehmen, oder? Inventar, Rohstoffe.
Ist jetzt aber dämlich. Ich habe 4 Echohülsen. Plünderer, Landsmann, Breitkopf, Trampler, Panzerwanderer, Pirscher, Todbringer. Metallgefäß. Herstellen. Wollen wir alle voll machen hier. Und jetzt kann ich es aufheben. Das nehmen wir auch noch mit, wenn wir schon gerade dabei sind. Hat der Höhe. Da ist Hotte hier. Also. Erstmal nein, den da. Einmal zurückbringen. Und ihr seht mich gerade nicht. Hopp, hopp, hopp. Hey, da guckt er dumm her. Erbarme dich der Nora. Rette uns. Nächstes Mal folge ich den Regeln der Stammmutter. Halt. Und der Heinz Vogel da. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. Das ist das Ende der Nora. So, sogar der ganzen Welt. Da sind wir. Mutter, vergib uns. Halte uns in deinem Gedächtnis. Ich war selbst schon. Ich hätte dort nicht sein müssen. Alle Hoffnung auf Rettung ist vergeben. Erstmal speichern. Und Stufe 13, dann können wir es killen. Wir haben 3 Punkte. So, dann werden wir erstmal den nehmen. Dann gehen wir auf Schaden. Dann haben wir nämlich immer Hotte Hyreitvieh. So, wir können hier was machen. Köcher. Erhöht die Kapazität der Scharfschussbogenköchers auf 15. Machen wir doch mal. Ein Waschbärknochen. Und jetzt brauchen wir Truthahnknochen. Da warten wir mal noch, weil ich hätte ganz gerne, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schweinsknochen. Also wir werden jetzt mal Schweine jagen gehen. So, jetzt müssen wir nochmal speichern, weil ich habe geskillt. Wir werden gegen die Verderbnis kämpfen, bis der letzte von uns gefallen ist. Ich fürchte, dass es schon bald soweit sein wird. Die Grenze ist geschlossen. Neugierde ist für Träume, nicht für Krieger. Im Zustand zu sehen, all die Verderbnis, die sie umgibt. Und kehrt Marsch zurück. Da, 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 da. So, und jetzt schön gemächlich da reingehen, bitte. Danke. Wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen was verkaufen. Die Maschinen
So, wo ist denn hier? Da ist Händler. Ich hoffe, du kaufst etwas. Läuft gerade nicht. Ich bin auf dem Weg zur Grenze. Du bist Händler. Was weißt du über den Kaja-Stamm und dessen Hauptstadt, Meridian? Ich habe das Heilige Land nie verlassen. Aber ich habe immer wieder einmal mit Kaja gehandelt. Sie sind recht hochnäsig, wenn du mich fragst. Und Meridian. Sie reden von nichts anderem. Eine Stadt, erbaut auf einem Tafelberg mit Türmen, die so hoch wie Gebirge sind. Wie konnten die Kaja solche Wunder vollbringen? Sklavenarbeit. Doch ihr neuer König hat sie verboten. Gerechtigkeit ist ihm wohl wichtiger als neue Bauten. Gefällt dir was davon? Natürlich. So, eigentlich wollen wir eher verkaufen. Was ist denn das da? Munitionsherstellung. Weg damit. Verkauf gegen Scherben. Weg damit. Mit Lohn haben wir gerade echt viel. Objektherstellung, Geschäfte mit Händlern. Verderbnis, Schockwachs. Zünder, nochmal Holz. Ja, wir müssen echt Wildschweinjagd gehen. Sag mal, hast du eigentlich so eine schöne Kiste für mich? Ja, hast du. Na, die nehme ich doch mit. Tja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wäre schön. Sie sind überall. Wo ist Lagerfeuer? Da ist das Lagerfeuer. Nächstes Mal folge ich den Regeln der Stammmutter. So, nur aber der Wildschweinjagd. Na, komm. Sehr ganz gerne Wildschweine. Hier sind Wildschweine. Hey, bleib doch mal da. So ein Pisswetter hier. Ich hatte hier gerade Wildschweine gesehen. Wo sind die hin? Hans?
unten die Wildschweine jetzt? Da haben wir doch ein Wildschwein. Nehmen wir mit. Oh, blau. Wildschweinhaut. Was haben wir denn da liegen? Aber da ist mal gar nichts drin, was wir brauchen. Ein Wildschweinchen. Der Regen wird meine Spur erstmal verwischen. Irgendwas brauchen wir von denen auch noch. Ah. Boah. Voll daneben hier. Knochen. Hatte ich jetzt schon ein oder? Rohstoffbeutel, wir haben's. Und eine Wildschweinhaut. So, somit haben wir den gemaxt. Das sollte erstmal keine Probleme mehr machen. Dann haben wir hier einen Fuchsknochen. Den Fuchs brauchten wir doch noch für irgendwas. Nickel. Modifikationsbeutel. Ey, Truthähne liefen doch da auch gerade rum. Da haben wir doch schon einen. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Erstmal ein bisschen inventartechnisch. Ach, du sollst den markieren? Oh, jetzt. Geht doch. Er braucht nur 35 Schuss. Ah, komm, die hauen wir mal so um. Bleib da. Ein Nickel. Ah. Das sag mal jetzt. Das sag mal. Ihr könntet auch mal das droppen, was ich brauche, ey. Jetzt sind keine Viecher.
war gerade noch ein Kanickel. Sturmwaschbär? Da brauchte ich doch auch irgendwas. Da war es auf jeden Fall nicht drin. Das brauche ich vielleicht noch. Ach, immer. Was war da oben gerade? Alte Trümmer. Da sieh mal einer an. Alter Ring. Gut, 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 Kanickel, schön da bleiben. Na, wo hoppelt das Kanickel? Fuchsknochen. War's doch eigentlich schon. Zwei Fuchsknochen. Und Kanickelhaut brauchen wir jetzt. So, den haben wir geabt. Wow, wir brauchen Reinholz und Kanickelhaut. Dann müssen wir erst wieder Holz mitnehmen. Nützlich für eine alte Rezeptur. Möchte man immer gar nicht glauben, wie schnell das Zeug dann auf einmal doch weg ist. Zeug auch wieder mitnehmen. Scherben sind immer gut. Was liegt denn da? Ah. Feuerbrennwurzel und Hölzeli. Bin ich wieder da? Lagerfeuer. So, speichern. Dann werden wir nun mal gucken, da müssen wir hin. Die Rache der Nora. Oh, doch soweit.
Da müssen wir hin. Läuferareal. Frag mal an hier, du. Oh, bist du da? Bist du neuer? Bist du heiler, ja? Soll da ja auch gar nicht rein. Neugierde ist für Träumer, nicht für Krieger. Ah ja, ah, gut, ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. So, Lev Hugo, wie bist denn du da hochkommen? Na, guck mal, was man hier findet. Das ist ja mal voll. Naja, okay. Aber eigentlich ist das voll die Schwachstelle. Oh, sieht schon nice aus, oder?